Ja, magische Wesen, die halten nur eine bestimmte Zeit. Der Wolf zum Beispiel hält jetzt gut 5 Minuten. Ja, okay. Die schwarzen Wolfsratten sind immer noch übelst aggressiv. Normalerweise sollten Männer und Frauen die Paar alleine platt kriegen. So, dann warten wir mal, bis die zwei wieder aufstehen. Da soll sich Gwendala erstmal selber verarzten. Sie hat nämlich eine kritische Wunde, was nicht gut ist. So, zum Glück hat sie gleich alles auf einmal weggekriegt. So, währenddessen sammeln wir die Wolfsrattenschwänze ein, weil jeder Schwanz ist ein Heller. Da sind sie rausgeströmt. Wie die Irren. Aufgepasst. Okay, da wollen sie schon wieder. Die geben immer noch einen Erfahrungspunkt. Okay, Gladys hat es wieder umgehauen. Das Problem ist einfach die schiere Masse an Gegnern, an Ratten. Oder verarztes Gladys, besser gesagt. Gladys. Folgt mir. Candidus. So, okay. Hier haben sie schön alles zernagt. Okay. Die Wolfsratten haben es irgendwie noch den Wolf abgesehen.
Keine Ahnung, wo Gladys hinschießt. Okay. Ich glaube, wir sind aber jetzt fast am Ende. Deswegen nochmal ein Quick Save. Weil ich orientiere mich immer an diesen Steinen hier. Genau, und dann passiert es. Gut, dass ich das Quicksave gemacht habe. Wir werden hier eingesperrt. Und der große böse Bossfight geht los. Ja, besiege Mutter Radzinski. Eine mutierte Ratte ist die Quelle des Übels. Sie scheint die Mutter und Rudelsführerin all dieser Plagegeister zu sein. Wenn ich sie beseitige, dürfte das folglich auch das Ende der Plage sein. Und dann auf in den Kampf. Ich habe eine Kristallhöhle gefunden, aber so schön sie auch ist, so hält das Geheimnis, das sie birgt. Die Quelle der Rattenplage. Ja. Und wir werden sterben. Das kann ich jetzt schon mal mit gutem Gewissen sagen. Aber so kann ich euch auch gerne mal zeigen, was beim Tod passiert. Weil Mutter Radzinski ist einfach zu stark für uns noch. Das bin ich. Phorax. Ich versuche mein Bestes. Sieht mal allein schon an ihren Lebenspunkten. Also es wäre ein Wunder, wenn wir sie jetzt schon bezwingen könnten. Oder ist das etwa ein Wunder, dass wir sie schon bezwingen können? Nein, weil jetzt kommen noch mehr Wolfsratten. Und spätestens jetzt wird es furchtbar. Aufgepasst. Ich versuche mein Bestes. Ja, weil jetzt kriegen wir dicke Wunden drauf. Genau. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Körperbeherrschung, auch bei den beiden. Aber ich ziehe das jetzt bis zum Ende durch. Sie ruft nämlich ständig, was heißt ständig, an bestimmten Lebenspunkt. Genau. Nämlich wilde Wolfsratten. Genau. Und die machen halt schwere Wunden.
Ja. Und dann hören wir die Schwingen Golgaris rauschen. Also Borons Todesvogel kommt, um uns zu holen. Deswegen... ziehen wir uns an dieser Stelle zurück. Wir wissen aber wenigstens schon mal, hier ist das Ende. Und ja, dieser Bossfight hier unten. Und ja, es ist wirklich ein Bossfight. Dadurch, dass sie ständig halt auch wieder neue Ratten ruft und so. Ist einer der schwierigsten in ganz Drakensang. Man kann ihn früher erreichen, also wir hätten schon längst dort sein können. Vorher, wenn ich ständig Gladys hätte opfern wollen, dass sie über den Haufen gehauen wird. Waren ja nur noch zwei Rattentrupps vor der Höhle. Aber ja, ansonsten... Ah, Garrosche. Wir sind schon ziemlich tief, die vierte Ebene. Tiefer war ich selbst noch nicht, also haltet die Augen gut auf. Wenn ihr was braucht, kommt zu mir. Ja, bringt mich zu Vorwisch, also zum Ausgang. Ja, wir brauchen mehr Level-Ups, auf jeden Fall. Mutter Radzinski alleine wäre ja nicht das Problem. Die Wolfsratten, die bei ihr sind, sind so das Problem. So... ah gut, hier geht's gleich in die Grafenstadt auch. Das heißt, wir können erstmal dahin. Dann kann ich Wolfsschwänze verkaufen und vielleicht endlich mal eine Kopfbedeckung für Gwendala suchen. So, weil hier gibt's ja auch genügend Händler. Angefangen bei ihr, aber sie handelt mit Essen. Seht euch nur in Ruhe. Wobei, sie hat auch Lederstiefel, Spitzhut, Stoffmütze. Der würde wenigstens einen Schutz geben. Beides. Aber brauchen wir nicht. Ihr verkauft, soweit ich weiß, nur Kräuter. Ja. Eibenbeeren nehme ich gerne. Eibenbeersaft können wir jetzt herstellen. Ich habe Gladys hier Alchemie beigebracht, oder? Ja. Und ist auf 5 gesteigert. Höher brauchen wir es nicht. Schank wird. Rüstungshändler. Da sind wir immer gut beraten. Ja, die Sturmhaube, der Flügelhelm, das wären so die schönen Sachen. Stahlkniekacheln, die sind auch gar nicht schlecht. Also gut, wir haben sowieso was Besseres, aber... Gwendala hat Lederbeinschienen, die Stahlkniekacheln, die wären ja etwas besser. Sind aber halt teurer. Ja, Beinschienen, das ist eher was für Rulana. Stählerne Armschienen. Sie wären sogar gar nicht teuer. Lederarmschienen hat sie schon. Lass das mal Vorgrim machen. Weil die stählernen Arm. Achso, Zwergenhandschuhe.
Nur für Geschlecht weiblich. Das wäre eigentlich auch was für Rulana. Na ja, komm, kaufen wir die mal. Ich versuche mein Bestes. Ah ja, gerade der Flügelhelm, wobei der ist auch nicht besser als der, den wir haben. Da ist die Sturmhaube genauso gut. Der Flügelhelm ist sogar schlechter. Lederkappe wollen wir nicht.